Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht gerade, wir sind gerade im Auto unterwegs. Das heißt, wir sind nicht in Wien. Philipp, sag mal, wohin fahren wir? Wo sind wir? Wie der Dennis schon gesagt hat, wir sind heute nicht in Wien, denn wir haben den weiten Weg nach Ried gemacht. Genau. Und das hat einen speziellen Grund, einen brutalen Grund. Ich würde sagen, Dennis sagt euch das Ganze. Wir sehen heute ein junges Talent. Er spielt bei Juventus Turin und heißt Erwin Omić. Omić, die kann gut schießen. Vielleicht kennen ihn welche von euch, beziehungsweise ich glaube, die meisten kennen ihn sogar. Ja. Er ist einer der größten Talente in Österreich, ja, glaube ich sogar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Leute, wir lernen ihn heute kennen, werden was Geiles mit ihm drehen. Bleibt auf jeden Fall dran, es erwartet euch was ganz, ganz Cooles. Ja. Wir werden ihm noch dazu ein Juve-Trikot heute überreichen, neue Adidas-Schuhe. Und ja, wir freuen uns auf den Erwin. Gebt dem Video jetzt schon einen Daumen nach oben. Safe. Abonniert unseren Kanal. Glocke aktivieren. Genau. Und bleibt dran, es wird wirklich mega brutal. Und wir sehen uns, wenn wir beim Erwin angelangt sind. Genau, bis gleich. Gebt euch mal dieses kranke Outfit. Danke an Adidas, wirklich abnormales Outfit. Dennis hat es übrigens auch an. Wir haben beschlossen, heute Partnerlook zu machen. Bist du hübsch! Also wir warten jetzt auf den Erwin. Wir haben ihn gerade angerufen. Dann gehen wir endlich am Platz und dann schauen wir, was der gute Erwin Omić von Juventus Turin so drauf hat. Wir müssen ihn hinterherfahren, weil wir sind etwas falsch. Ich bin aber nicht schuld. Ja. Wir sind. Ich habe über 5 Sterne gehabt. Wir sind jetzt am Platz angekommen. Bitte gleich Erwin ins Bild. Erwin Omić, wie gesagt, Juventus-Spieler U17. Yes, danke Bro. Dir für Zeit. Servus, kein Problem. Stell dich mal kurz vor, welche Position du spielst. Den Verein wissen Sie schon. Ich bin Erwin Omić, spiele bei Juventus Turin und in der Nationalmannschaft. Und meine Position ist zentraler Mittelfeldspieler. Philipp, was haben wir mitgenommen? Eine kleine Überraschung. Erwin, eine kleine Überraschung, beziehungsweise mehrere kleine Überraschungen mitgenommen. Und ich würde sagen, wir übergeben ihm das gleich. Und dann gehen wir jetzt auf den Platz und schauen, was der Erwin drauf hat am Platz. Einmal ein Tango-League-T-Shirt für dich. Dankeschön. Dann einmal ein Juve-Trikot. Hattest du das schon an, das neue? Das neue noch nicht, ne? Also Premiere. Premiere. Und jetzt die Schuhe, das ist das Wichtigste, denke ich. Mit Schuhen muss man, glaube ich, vor einem Match immer reden. Einmal nehmen Sie. Hattest du die schon? Nein. Die habe ich noch nicht einfach. Okay. Na gut. Erwin zieht sich hier zu. Erwin zieht sich hier zu. Und wir sehen uns dann am Platz. Genau, so ist es. Bis gleich. Damit ihr den Erwin noch ein bisschen näher kennenlernt, stelle ich ihn jetzt ein paar Fragen bezüglich Juventus, seiner Karriere. Und ich beginne gleich mit der ersten. Rudi, wann bist du zu Juventus gewechselt und wie war das Gefühl für dich, wo du wusstest, dass du jetzt bei Juve spielst? Im Januar 2019 bin ich das erste Mal zu Juventus gewechselt. Also vor einem Jahr? Vor eineinhalb Jahren, genau. Okay, und ja. Mathe. Ich war es ein unglaubliches Gefühl, weil ich wusste, dass ich beim besten Verein der Welt spielen darf und es war für mich schon eine große Ehre. Okay. Und wie sind Sie so auf dich aufmerksam geworden? Durch ein Spiel, ich weiß nicht, du hast ja davor bei Red Bull Salzburg gespielt. Genau, bei Red Bull Salzburg habe ich gespielt. Davor bei Ried. Okay. Ja, aufmerksam sind sie geworden durch die internationalen Spiele, die wir mit Salzburg gehabt haben. Youth League wahrscheinlich oder nein? Youth League war ich noch zu jung, aber wir haben internationale Turniere gehabt. Aber auch dann bei der Nationalmannschaft, wo wir jegliche Turniere gehabt haben. Okay. Haben Sie sich dann zu einem Probetraining gerufen oder gleich genommen? Nein, die haben guten Kontakt mit meinem Manager gehabt, mit meinem Berater. Wahrscheinlich hast du dann so gesagt, ich mache keine Probes, ich bin Ibra, ich komme nicht. Viele wollten ich aber nicht. Es war auf jeden Fall so, ja, dass der Berater dann zu mir gekommen ist. Okay. Zu mir gekommen ist und hat mir dann das Angebot gezeigt, was Juve mir gegeben hat. Okay. Und da habe ich nicht lange nachgedacht und habe sofort bestätigt. Ja. Hast du schon bei der ersten Mannschaft mit trainiert? Bei der ersten Mannschaft war ich schon. Und wem durftest du schon alle kennenlernen? So. Es waren alle Spieler dabei, von Ronaldo bis... heftig! Aber jetzt musst du echt sagen, wie war dieses Gefühl? So, Trainer kommt zu dir und sagt, ja, trainierst oben mit. Ja, der erste Gedanke war schon, wie es sein wird, wie die Spieler auf dich zukommen werden, aber dann, wo ich die Spieler kennengelernt habe, war es eigentlich ein geiles Gefühl. Heftig. Aber von 1 bis 10, Erfahrung. Wie nervös warst du?
Ich würde 8 sagen. 8 sagen, das okay. War schon, ja, so. Man hat nicht gewusst, was auf dich zukommt. Ja. So wie heute, aber heute ist eine 10 von 10 wahrscheinlich. Das war ein unbeschreibliches Gefühl dann. Geil. Realisierst du es heute schon oder noch nicht so wirklich? Nein, noch nicht ganz. Also wenn ich mit meinen Freunden rede, die okay. sagen, wow, was ist das? Das ist unglaublich. Krank. Aber für mich ist das, sagen wir, schon so Normalität geworden. Okay. Also, damit das die Zuschauer jetzt richtig realisieren, neben uns sitzt jemand, der trainiert einfach mit Ronaldo beim Training. Genau, das ist genau. Auch so, in der Fuhrtraining, Nachmittagstraining und dann gehen sie, weiß nicht, Schnitzelsemmel essen. Das ist krank. Er hat Ronaldo die Hand geschüttelt, Brudi, deshalb gib mir die Hand. So, ich wasche sie nie wieder, dankeschön. Er wird der nächste Ronaldo, sagen wir es so. Ja, hoffen wir. Und hast du schon ein paar Tipps geholt von Ronaldo, Dybala und Co.? Also, welcher Spieler ist so als erster zu dir gekommen, hatte ich mal so willkommen, so hallo gesagt. Der erste war Miralem Pjanic. Okay. Der hat mir dann, glaube ich, sofort auch richtig geholfen. Okay, viele cool. Tipps geben auf dem Platz und ja. Da kamen auch noch Spieler wie Chiellini, Buffon. Okay, ja, also die Routinierten ja, genau, quasi. Ja, die was viel mit den Spielern reden. Und das ist geil, ja. Das verhilft dir auch wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ronaldo, hat der die Tipps gegeben oder hast du ihn so irgendwie ein intensiveres Gespräch mit ihm gehabt? War das erste Mal, wo ich dabei war und vor dem Training gibt es natürlich immer diese Übungen, die was er macht. Und okay. Ich habe mich halt einfach daneben hingestellt und habe das gleiche wie er gemacht. Okay. Und dann sind wir eigentlich so ins Gespräch gekommen, hat er mich gefragt, von wo ich komme, okay. wie es geht, wie ich heiße und ja. Also so haben wir uns kennengelernt und jetzt, wenn wir uns so auf der Straße halt im ja. Trainingszentrum sehen, grüßt er mich auch immer. Also spielst du eine Runde Warzone oder so, das geht sich auch. Ja. Zockst manchmal? Videospiele? Ja. FIFA und NBA. Okay, Okay. Zockst du manchmal mit Juve-Spielern? Irgendwelche? Von oben? Nein, das nicht. Nein. Okay. Du trainierst ab und zu in der oben mit oder trainierst du jetzt nur oben mit? Nein, ab und zu. Ab und zu. Das kommt auf immer an. Okay. Das heißt, wenn Ronaldo Aua hat, dann sagt er, ersetz mich, du bist der nächste Ronaldo. Wir trainieren 7-mal in der Woche. Also quasi jeden Tag? Ja. Quasi jeden Tag, ja. Das ist heftig. Mittwochs haben wir zweimal, trainieren wir in der Früh, also meistens immer Krafttraining. Okay. Und dann machen wir dann wieder das normale Fußballtraining. Okay, und so okay. Das Internat? Ich bin im Internat okay. mit den anderen Mitspielern und ja, ist auch okay. was Gutes. Okay. Das ist mega. Also sure. Leute, falls ihr wollt, dass ihr mal Erwin in Turin besuchen, ich weiß nicht, ob du überhaupt willst, dass wir dich besuchen. Natürlich. Aber ich schreibe das jetzt schon mal in die Kommentare und das würde uns mega freuen, ihn noch da zu besuchen. Jetzt begeben wir uns gleich am Platz. Erwin zeigt uns ein bisschen seine Match-Skills, was wir auch im Match machen und dann machen wir ein paar Schüsse aus da. Wir sehen uns am Platz. Auf die Schüsse bin ich schon gespannt, ehrlich, du wurdest schon groß geredet. So Leute, wir haben natürlich auch die Gelegenheit, heute Erwin nach ein paar Tipps zu fragen, damit ihr auch was dazulernen könnt. Und du hast gesagt, du spielst im Mittelfeld. Genau. Ja. Zentral oder nochmal? Zentral. Okay. Das heißt, Zentraler hast du sehr oft den Ball. Stimmt, ja. Okay. Eher offensiv oder defensiv? Ja, defensiv. Defensiv, also Sechser so. Genau. Sechsermäßig, okay. Brudi, hast du irgendwelchen Special Moves, die du so im Match machst oder die du, keine Ahnung, irgendwie vorschlagen würdest? Ja, ich bin ein Spieler, der eigentlich nicht viel Tricks oder viel 1 gegen 1 also geht. Eher einfach, aber einfach, dafür ja, genau, aber wenn ich zu einem Trick greifen muss, dann ist es meistens die Körpertäuschung okay. oder ein Übersteiger. Okay, ich würde sagen, zeig das mal kurz. Ganz easy einfach. Links antäuschen, rechts vorbeigehen. Man sagt ja, am einfachsten zu spielen ist am schwierigsten. Genau. Bravo, Philipp. LOL. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Muss los, Bruder. Hau rein. Wenn du mal bei der Eckfahne stehst. Oh, jetzt. Was machst du jetzt? Den hier so. Muss mal probieren. Ja, ey. Philipp, ich glaube, wenn du den Trick in Italien machst, dann lebst du 2 Minuten noch. Er spielt sehr effektiven Fußball und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Wenn du dich, keine Ahnung, als Sechser aufdrehst, schaust du natürlich Schulterblick wahrscheinlich davor. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Mittelfeldspieler. Okay. Dass man schon, bevor man den Ball kriegt, weiß, wo man hinspielt und was man mit dem Ball machen okay. soll. Wir haben dazu eh schon ein Video einmal gedreht in der Halle. Wo du auch den Ball mitnehmen musst. Okay. Und, das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Spielst du sehr viele lange Bälle oder geht so? Es kommt auf die Aktion drauf an. Okay. Also wenn ich Spiel beruhigen muss, dann die kurzen Pässe. Okay. Aber wenn das Spiel dann schnell gemacht werden muss, dann kommt auch mal ein diagonaler okay, Pass. Cool. Okay, cool. Ich bin schon nervös auf die Schüsse, muss ich sagen. Ich habe schon einen gesehen, der war brutal. Ronaldo hat uns davor angerufen. Er hat gesagt, ich stehe im Unfeliz. Na, Spaß. Wir haben gehört, Erwin hat kranke Freistöße. Und da wird euch auch natürlich Tipps geben, wie er die Freistöße tretet, beziehungsweise wie du sie machst. Und ich würde sagen, ja, wir schießen jetzt ein paar Mal hin. War gut. Oh, stark, Mann.
bitte schön so rein. Stark, Bro. So, den hier. Na, ja. Na, den bin ich. Ich bin der, was du machst, die Hände einfach okay. rausschwingen. Gegen Ajax, glaube ich, hast du Knierutscher gemacht, den hast du reingewichst. Ich bin ja erst kürzlich zu Juve gekommen. Die Finale haben wir dann gegen Ajax gespielt und der Trainer hat mich einfach in die Startelf gestellt. Ne? Orges Feeling. Und nach 5 Minuten habe ich es 1-0 gemacht. Bam. Nach 15 Minuten habe ich Assist gemacht für 2-0. Ja. Dann habe ich sozusagen Geschichte geschrieben für Juventus, weil sie das erste Mal dieses Turnier gewonnen haben. Steht jetzt schon drin. Ja. Erstes Spiel und gleich. Siehst du und Assist. Bam. Das ist krank. Traumdebüt. Olli, ich schicke dir das Video, blend's kurz ein. Das Tor ist abnormal. Abu. Omic, die kann gut schieten und die schiet hem binnen. Erwin Omic. Wat een goal van die Oostenrijker. Notabene in de finale. Binnen 5 minuten ratie schiet. Dan. Omic. En da Gracia. Ratie. Half. Maar daar is de goal van Cosimo da Gracia. Zeker niet. Want de regeer heeft dat op. Dat is FIFA Elan. Bist du was? Mit dem Ball kannst du nach Turin fliegen. Den habe ich jetzt da mit der Innenseite. Mit Innenseite. Also zwischen Innenseite und Vorderseite. Ja. Für mich ist wichtig, dass der Oberkörper nach vorne ist. Weil wenn du ihn zu weit hinten hast. Bruder! Props, Erwin. Krank, wirklich krank. Sehr stark, Mann. Also ihr merkt es schon. Das sind Freistöße und es kommt fast jeder krank an. Also wirklich brutal. Ich würde sagen, jetzt schießen wir auch noch ein paar Mal hin. Schon nervös, Vico, komm. Ja, Bro. Geht schon, Vico, der erste. Oh ja. Übergeht. Aber bist du so schon ein bisschen erkannt auf der Straße? Jetzt wenn du. In Turin schon, ja. Aber auch vor allem hier. Ja, beides halt. Ja, schon. Okay, wow. Na sicher. Auch keine andere Seite nochmal. Ja. Perfekt. Ihr wisst, das haben wir auch mal als Tipp gegeben, wo der Ball aufgepumpt wird, so ihn auflegen, dass man ihn dort auch trifft, oder? Stimmt, ja. Pjanic hat ja, sogar den Tipp gegeben. Die Baller, also nicht irgendwelche Leute. Die Freistoßtechnik bzw. die Schusstechnik ist auf jeden Fall anders geil. Jetzt schauen wir, was er noch so macht, der Erwin. Guter Ball. Der ist gut gekommen. Ja. Ah, genau, das, den wolltest du haben, gell? Vollspann oder Innenseite? Lieber Vollspann. Dann mehr mit der Innenseite. Okay. Meinst du bei Freistoß jetzt oder bei? Bei Freistoß. Und so, wenn du, genau, wenn du voll bist, habe ich gesehen, glaube ich, oder? Ja, der Ballschüsse vor allem. Ja. Okay. Schusstraining battelt ihr euch aber meistens, vielleicht manchmal so, wenn ich Schusstraining habe, sagst du so, Ronaldo, ich mach 2 rein. Er sagt so, ich mach 3 rein. Gibt schon, ja, manchmal. Okay. Ja. Mein erstes Training ist, glaube ich, gegen Buffon gemacht. Buffon gleich. Klassisch, Uma Saftel. Was? Reicht! Game over! Sau stark, Mann! Okay, Leute, zum guten Abschluss noch eine Runde Kopf fangen. Philipp ist Weltmeister, aber in der muss man schon. Das wenn ich sag Kopf, muss ich fangen, wenn ich sag fangen, Kopf schnell, oder? Ja, genau, schnell. Aber natürlich rechtzeitig sagen, also nicht zu fangen. Fangen. Kopf. Fangen! 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 Easy! Kopf! Fangen! Fangen! Kopf! Nein! Fangen! Das war der erste Philipp! Alter! Kopf! Fangen! Oh mein Gott! Kopf! Kopf! Fangen! Fangen! Matchball einfach! Fangen! Oh, gut gerettet! Kopf! Fangen! Kopf! Fangen! Oh! Fangen! Kopf! Fangen! Stark, Vito! Fangen!
Kopf! Fangen! 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 Fokus! Kopf! Fangen! Oh! Der war schier! Der war schier, Fischer! Kopf! Fangen! Fangen! Nein! Stark! Okay, einmal der Zweite, der gewinnt! Wirklich krank, also Domi Team und er, Jubelspieler. Profisportler, ist klar, dass sie schlecht sind. Abschlussfrage, Brudi, kommen wir für dich sympathisch rüber, wie findest du Boss Jena? Deine Meinung ist ehrlich uns wichtig. Ehrlich gesagt, ihr zwei seid richtig sympathisch, coole Jungs. Wir haben ihnen Geld gegeben, dass er das macht. super Fußballer vor allem, mit einer geilen Schusstechnik und ja. Danke, Brudi, das Fokus ist mega. Wie gesagt, wir werden bald, glaube ich, nach Turin fahren, oder? So schaut's aus. Erwin wird uns das checken, hoffentlich, inshallah. Ja, und Erwin, wirklich danke für deine Einladung. Danke euch, Jungs. Vielen Dank. Props, krankes Talent, ja. Bruder, mach weiter danke so. Wir wünschen dir alles Beste. Und Kuss geht raus an USV Neuhofen, dass wir hier drehen durften. Kuss. Erwin, du weißt, was die Abonnenten zu tun haben. Abonnieren. Abonnieren, liken und kommentieren. Bravo. Das Wichtigste dieses Video muss die meisten Likes haben, Jungs. Oh. Wie viele wollen wir haben? Komm, wie viele wollen wir haben? Was sind die meisten? Wie viele trägst du im Match? Im Match? Ja. Meistens 6. Oh. 600 machen wir dann. Machen wir 600, super. 600 Likes, 600 komm. Machen wir so. Perfekt. Ihr habt es gehört, abonnieren, liken, kommentieren. Folgt ihm, sag nochmal deinen Insta-Namen, Brudi. Erwin Omic, unterstützt. Unterstützt den Jungen, der wird Profi, 100%. Ja, Mann. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Peace. Mit dem Ball kannst du direkt nach Turin fliegen.